Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zur blutroten Nacht. Ah ja, und mit uns spielt die... Mathilde. Hast vergessen. Ja, ich weiß, man vergisst mich leicht. Oh. Ja. Ich habe dir den Compound-Bogen und meine restlichen Pfeile, die ich hatte, in die Waffenkiste gepackt. Jo, fantastisch. Jetzt hat er Hunger, 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 Hunger. Haben wir Hunger, Hunger, Hunger? Ach komm. Soll es schaden, wir sind ein bisschen lediert. Rein damit. Ich hole mir jetzt meine Armbrust. Und 250 Bolzen. Oder vielleicht sogar ein paar. Was soll der Geiz? Wollen wir die Armbrust mal laden? Yeah, Armbrust. Macht der Compound-Bogen mehr Schaden? Weiß ich, weil der hat 29,44 in meiner. Bisschen mehr, ja. Na gut, dann schieße ich den mal ein bisschen kaputt. Oh, schießt die mal ein bisschen kaputt. So, ein paar Rahmen nehme ich mir auch vorsichtshalber mit. Ach ja, ein paar Rahmen. Halt, wo rennst du denn hin? Im Kühlschrank habe ich Rahmen. Ach so, im Kühlschrank ist. Da ist natürlich, mein... wer platziert seine Rahmen nicht im Kühlschrank? Ich leg ja mein Baumaterial immer ab, so. Aha, Geheimfach, so so. Ja, beschützen vor dir. Aha. Sollte ich vielleicht auch meine Eintöpfe vor dir beschützen, ne? Nein, die sind lecker, die muss ich essen. Haben wir noch irgendwie... Oh, ich habe ja Punkte zu vergeben. Oh, das könnte ich eigentlich auch mal gucken. Ah, ich habe nur 17, weil ich habe erst welche. Was könnte man denn machen? Ach, Reparaturmeister wäre auch nicht das Schlimmste. Sonstige Handwerksmeister. Ja, und schon sind sie ja fast alle Punkte weg. Achso, ich kann mittlerweile auch wunderschöne Blade-Traps machen. Aber die bauen wir dann für die neue Basis. Ja, ja, klar, die kommen erst in der neuen Basis. Da kommen dann auch die Generatoren und da machen wir dann auch elektrisches Licht nach draußen. Geil. Mega geil. Super geil. Genau. Bergbaumeister Stufe 4. Hast du das schon voll? Nee. Ich muss auf Bergbauwerkzeuge, ich glaube 80 kommen, bevor ich. Ja. Und ich bin auf 63. Ah, ich bin 54. Aber wie gesagt, ich brauche eh erst wieder Punkte und. Hab ich alles nicht. Ja, ich gucke gerade. Warte mal, überlebende. Wollte gerade sagen, haben wir uns geirrt? Verlangsame den Metabolismus. Ja, das ist doch... schlechte Wetter erst um 20 Uhr, 22 Uhr an, oder? Nö, es hat vorhin schon einmal geblitzt, als ich das Schwein erledigt habe. Was denn? Was ist oh? Ah ne, alles gut. Ich dachte gerade, ich habe hier diesen Bug gehabt, dass ich nicht visieren kann, aber ich muss ja erst den Pfeil auflegen und dann kann ich ja durch den Bogen gucken und nochmal ranzoomen. Nicht vorher, vorher geht das nicht. Ich bin mal gespannt, was jetzt auch bei der dritten blutroten Nacht alles kommt. Ja. Wird spannend. Also ich glaube, der Kotzer kommt noch nicht. Ich hoffe, dass der Kotzer noch nicht kommt. Der ist nämlich ätzend. Was ist das Wort? Ist ätzend. Ja. Achso, wie sah es jetzt eigentlich nochmal mit Dings aus? Mit Schutzausrüstung? Hat da noch was gemacht, was Neues für mich? Achso, nee. Vielleicht wird's ja noch fertig, warte mal. Hol ich einfach aus der Schmiede. Zack. Dann brauche ich eigentlich nur hopp, hoch. Aus dem Weg. Dann das und das. Dann schnell dahin. Und einmal Bein schieben. 3 Minuten.
werde ich auch gleich zwei Brustpanzer in Auftrag geben. Dann so genug. Ach komm. Und dann können wir wieder geschmiedetes Eisen in Auftrag geben. Ich mach's mal. Mach mal. Wir für unsere Werkstatt. Haben dann ja, kein Eisen mehr drin. Ne? Könnte man da machen. Ich wundere, ich murmel gerade so ein bisschen vor mich. Ja, murmel mal. Ich führe Selbstgespräche. Guck so ein bisschen, was man so an Dekor und sowas bauen kann. Wir können auch einen Briefkasten bei uns aufstellen. Fände ich ja auch irgendwie lustig. Ja, mach doch. Bau mal einen Briefkasten. Aber wehe, die Zombies reißen den uns ab. Ja. Drinnen bleiben, bleib drin, bleib drin. Ja, ja. Also ich leg mich ja jetzt nicht damit dieser Kreischtante an, bevor die blutrote Nacht kommt. Nee. Bin ja wohl. Ja, die ist ein bisschen zu früh. Komm mal später. Genau, geh mal in die Falle und stirb. Ein Riss. Du hast keine Hose an. Zieh dir bitte eine Hose an. Nee, mir ist warm. Es könnten auch Leute unter 18 zugucken. Aber ich habe doch eine unter... Das sind Hotpants. Das ist modern, das trägt man jetzt so. Nee, 1,30 noch. Vielleicht hast du noch vor deiner blutroten Nacht die... Wuhu! Ein Schoner. Wuhu! Sieht man die bei mir überhaupt? Ja. Die rot? Nee, ach da oben. Nein, deine Hose ist rot. Die sind so Oberschenkelschoner. Ich dachte, sie sind so Knieschoner oder so. Die Hose sieht ja scheiße aus. Nee, ich muss unbedingt eine andere Hose finden, genau wie ich ein anderes Oberteil finden muss. Ein Oberteil, was mich nicht so erhitzt. T-Shirt? Hm. So, halbe Stunde noch. Mir ist langweilig. Ja, mach doch was. ...26 Sekunden. Disco! 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 Tut in den Augen weh. Ja, 3, 2, 1. Juhu! Tada! Sehe ich jetzt immer noch so anschließend aus, komm her und guck mich an, ich stehe auf dem Schreibtisch. Warte. Naja, doch. Warte, ich drehe mich um. Jetzt könnte es eine längere Hose sein, das sieht aber komisch aus, weil das untere Teil ist irgendwie dicker als das, was du anhast. Aber naja, deine Hotpants, das ist nicht so passig. Oh, dann gehen wir mal raus, ne? Genau! Oh, nee, noch nicht, ich höre noch die Kreischattus. Ah. Da gehe ich erst raus, wenn das Hu macht. Jetzt hat's Uhu gemacht. Ja, rausgehen. So, von wo ja, kommen Sie? Ja, hier, Haupteingang. Haupteingang? Ich komme zum Haupteingang. Scheiße. Fetzer kommt bei dir, ich hasse ihn. Hasse dich, Fetzer. Stirb du, Dicker.
Ich bin zwar auch dick, aber nicht so dick wie du. Und ich mache nicht so komische Pupsgeräusche. Bei dem hört man regelrecht, wie er verfault. Ah, da kommen sie durch den Stacheldraht. Gut. Ah, hast du schön den Kopf mitgeschossen. Bogenschießen Level 33. Hurra! Oh, Spider-Man ist auch hier. Okay, toll. Eingang ist fast sauber geräumt hier. Ja, deswegen habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen die Position gewechselt. Wir müssen uns am nächsten Morgen auf jeden Fall nicht freikloppen. Nee, es hat noch ein bisschen ist noch auf der Veranda, aber sonst ist alles. Liegt nicht wenig. Ich glaube, mein Spieler hat eine kleine Macke. Ich höre zum Teil meine Schüsse gar nicht mehr. Vielleicht sind auch die Zombies einfach zu laut. Oder das kann auch sein. Das ist ein Schlachtfest. Scheiße! Was ist? Oh, fuck. Ich muss mal weg. Frames. Oh. Halleluja, Frames wegnehmen.
Meine Frames. Huhu. Glück gehabt. Bist du wieder oben? Ich bin wieder oben, ja. Das ist ein Schlachtfest hier. Ja, nicht mal 1 Uhr. Also ja, das kann natürlich bedeuten, dass der Rest der Nacht vergleichsweise ruhig wird, weil jetzt schon alles aufgebraucht ist, was die hatten. Das hatte ich auch schon mal. Da war so eine blutrote Nacht, bis irgendwie 1 Uhr war High Life und dann war nichts mehr los die letzten 3 Stunden. No. No. Ja. Andere Seite? Ja. Aber von da haben sie wohl auch angegriffen, weil die Stacheln so ein bisschen rot sind. Ja, ja. Aber es waren nicht so viele. Schade, drüber geschossen. Sehr schön. Levelaufstieg. Tada! Welcher Level bist du jetzt? 45. Du bist 50, oder? 54. Ich glaube, weil du immer die ganzen speziellen Sachen baust, kriegst du da mehr Erfahrungspunkte oder so. Nein. Bei Zombieschlachten habe ich jetzt... Ich bin ja 5-mal gestorben. Wollte ich gerade sagen, ich bin 2-mal gestorben. 422 Kills und du? 454. Ja. Guck besser. Ey, warum treffe ich denn nicht, du kleiner... Er hat sich richtig zusammengekrümmt, wie eine Spinne. Yes, im Lauf, Headshot. Oh, das ist schön. Bei einer Krankenschwester. Sehr schön. Eine Krankenschwester halt. Bam, Headshot, Business-Typ. Aber bei mir ist der Kopf nicht explodiert. Bei dem Bild, also ich weiß nicht, ob er bei dir explodiert, aber tot nee. Ist tot. Nee, nee, aber er ist einmal so patsch hingeknallt. Oh, es wird frischer, 0 Grad. Na, don't. Haben die Fallen gemacht. Also bei mir ist 5 Grad, bei dir ist 0 Grad. Was? Ja, ich habe keine Hose an. Ah. Der war gut. Doch. Aber es kommen noch vereinzelt welche, ne? Also. Ja, ja. Bin die Beine weggeschossen. Was macht denn deine Armbrust für einen Schaden generell? Oh Gott, Einfach Waffe gucken. Oh. Base Price, Wesenschaden 43,09. Ja, über 14 mehr als meine hier, der Compound-Bogen. Und der normale Bogen hatte noch weniger.
Beim Feld. Sehr schön. ich höre wieder einen fetten. Ich höre ihn das auch. Das Gerülpse hört man über Meilen. Ach. Du bist eklig, du bist. Uah. Das ist bestimmt so ein Typ, der sich beim Buffet immer dann den Teller total voll gemacht hat und dann nur die Hälfte davon aufgegessen hat. Genau so ein Typ ist das. Genau. Und am besten am Schluss noch einen Apfel nehmen, einmal abbeißen und dann zurücklegen. Bleh. Ja, bleh. Apfel. Nee, das einmal abbeißen und den dann wieder hinlegen. Nee, esse ich nicht auf. Ja, kann natürlich sein, dass der Apfel total mehlig schmeckt, aber trotzdem, sowas ist... Oh, also wie sich Leute am Buffet im Urlaub benehmen, das ist furchtbar. Als ob man nicht mehr als einmal gehen könnte. Was ihr nicht wisst, dass Marcel quasi sich selbst beschreibt. Was? Redest du gerade von meinen 150 Kilogramm Liebe, die ich mit mir rumschleppe? Ah... Stirb doch mal. Also richtig ruhig ist es noch nicht. Also vereinzelt kommen ja immer welche, ne? Aber es artet jetzt nicht unbedingt in Stress aus. Nö, 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 nö. Sag goodbye zu deinem Bein. Und da ich jetzt gerade sehe, wie weit auch meine Ernte ist, werde ich, glaube ich, demnächst die Ernte in unsere neue Basis verlegen. Ich glaube, wir können anfangen, unsere Hauptbasis halt... Also die neue quasi zu befestigen mit Fallen und... Weil die haben ja hier schon fast alles abgemäht, da brauchen wir hier nichts mehr aufrüsten. Ja, also ich denke auch, die nächste rote Nacht sollten wir in der neuen Basis verbringen. Genau. Da kommt noch ein Tourist. Dann sagt er, ist extra vorbeigelaufen, ne? Hm. Der ist auf die Stacheln drauf gehüpft, der Sack. Ja, dafür ist er tot. Nee, doch, der lebt noch. Ja, der ist aber so gut wie tot. Und da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge zum Abernten. Von Zombies, ja. Und wir, die haben keine Munition vorbeigebracht. Also wenigstens haben sie auf jeden Fall Knochen, die wir dann schön für die Kleberherstellung nehmen können. Ich glaube aus dem Fett, ich weiß gar nicht, ob man aus dem Fett Spiritus oder sowas machen kann. Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, man kann aus Tierfett und Spiritus kann man Benzin herstellen. Ah, da kriegt doch was. Genau, kommt jetzt zum Stacheldraht. Und ist tot. Jetzt kriegt es nicht mehr. Da kommt auch was gelaufen. Ach. Ey, das kann nicht wahr sein. Er tanzt einmal, yeah.
Finish him! Oh, die Nacht ist gleich vorbei. Ja, und wir haben die dritte blutrote Nacht überlebt. Jupp. Auf das noch weitere Folgen. In der neuen Basis dann. So, dann mache ich mal den Eingang wieder frei. Zack. Zack. Schon freigemacht. Naja, nicht ganz, aber ein paar Stacheln müssen ja noch weg. Oh, einmal Honig. Das ist gut. Honig ist gut. Hatte Essen und Trinken. Blutkonserve und Geld. Schmerzmittel. Aber sie haben schon ein bisschen was dabei. Also, ne? Höhere Zombies. Also lebendige Zombies. Ach komm, auf dich schlage ich ein. Köffelchen. Brauchen wir eine Schutzanzugsmaske? Nö. Ja. Oh, der hatte 4 Patronen. Ein bisschen Blei haben sie auch vorbeigebracht. Ja, ein bisschen Futter. Ein T-Shirt. Ich habe noch keinen gehabt, der irgendwie... Ah, außer Gasmaske kriegt man militärische Fasern. Das ist gut zu wissen. Oh, das ist sehr gut zu wissen. Oh, Bier her. Oh, Bier ist immer gut. Bier, 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 Bier. Bier, 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 Bier. Und einen Compoundbogen mit Wertigkeit 210. Ja, kannst du auf Reserve legen. Brauchen wir zwar, glaube ich, nicht mehr, aber... Haben oder nicht haben. Oh! Aber haben echt den ganzen vorderen Bereich, ne? Fast weggeholt. Mm. Wir haben hier ganz schön abgefegt. Aber hinten ist... Oh, bin ich fast reingelaufen. Hinten ist keiner gekommen, ne? Mm-mm. 6 Schuss habe ich gekriegt. 9 Millimeter. Das ist nicht viel. Nein. Ich habe ein paar Patronenhülsen bekommen, das war's. Hm. Oh. Haben zwar was bisschen mitgebracht, aber... Hätte hier besser sein können. Als hält sich in Grenzen. Lädt man schon zu einer Party ein, bringen sie nur Scheiße vorbei. Krummel, krummel, krummel. Ich kümmere mich jetzt um meinen neuen Garten. Mach das. Und ich glaube, wir können jetzt hier auch einen Break machen. Ja, ich denke auch. Na? Also, die dritte blutrote Nacht überlebt. Ja, jetzt bauen wir unsere, denke ich mal, Basis weiter aus. Das heißt, viel Holz hacken, Erde aufschütten. In eine Richtung machen. Ja, und dann in eine Richtung machen und dann so nach und nach ersetzt man die äußeren Stacheln durch Blade Traps.
Genau. Müssen wir nicht sofort machen, machen wir aber nach Nö, und nach. Stückchen für Stückchen. Genau. Erstmal ist wichtig, dass wir noch Beton machen. Wir müssten die hintere Mauer auch noch fertig machen. Ja. Gut, ansonsten abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Ansonsten, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.